Herzlich willkommen, Leute, zu Minecraft Hexen mit Julia, die meine ganzen Kisten klaut. Hallo. Ja, geht ja schon wieder gut los. Hallo. Sag Du mal, hast mein Dalu. ganzes Zeug geklaut, Ja, ja? immer. Das du ja auch. Ja, hab ich auch. Sag mal, hab ich dir eigentlich das Minilin Wahrscheinlich schon nicht, gegeben? ne? Okay. Nein, wir brauchen Kupfer und Wieso lass brauchen wir mich nicht Kupfer? Wir lügen. brauchen kein Kupfer. Doch, doch, wir brauchen Kupfer und Aluminium. Wieso? Weil daraus eine Legierung entsteht, aus der wir Tinkers Construct-Werkzeuge machen können. Und die brauchen wir dann, um daraus Manilion bla 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 zu machen. Also ich habe 10 Münelinballen und ich weiß, Ja, die wie brauchen man wir die dann noch. macht. Ja, aber wir können das noch nicht in Formen gießen, weil Ach die so. Formen aus dieser Legierung sein müssen. Und Ach dafür brauchen wir so. Kupfer. Aber dafür. Kupferbarren müssen irgendwo sein. Wir haben die auf jeden Fall noch. Okay, dann schaue ich mal eben wegen Kupfer und wegen den Münelinballen, falls wir da noch welche brauchen. Die Gibst du machen mir wir dann ganz am einfach Ende. Bescheid, dann sage ich dir, wie die gehen. So, da du ja mein ganzes Gear Kupfer. durchgesucht hast und es versteckt hast, wo ist Ja. ein Kupfer? Moment, ich habe gerade 5 Kupferbarren. Die schmeiße ich Ah, dir ich mal denke, hier wir hin. haben mehr. Naja, nee, Ja, davon ich haben wir muss die. Nägel in Ich den schau. Rucksäcken, glaube ich. Ja, Ich in gucke meinen doch. alten Rucke. Guck doch Ja. mal. 10. So, ich habe nochmal 10 gefunden. So, schauen wir mal. Und dann Ach, schaue und ich dann noch. muss das auch noch in einem blöden Verhältnis 3 zu 1 sein. Das weiß auch kein Mensch mehr. So, Und ich dann. weiß auch nicht, wie ich das da rausbekomme. Hier sind nochmal 10. Wir haben hier das schon drin, das wichtige Erz. Du wirst ja wohl hier voll im Stress sein, ha? Und hier sind nochmal 10. Also, ich habe 30 Barren für dich. Im Stress nicht, aber ich weiß, dass das so nicht funktioniert, beziehungsweise wir das kaputt gemacht haben. Hab's hier runtergeworfen. So. Schön, dass hier bei Erze alles mögliche andere Scheiß drin ist, das da gar nicht reingehört. Ach, wie Ja, toll. dann räum doch mal bitte auf, Ja, Julia. ich habe jetzt keinen Bock aufzuräumen. So wird das ja nichts mit dir. Wie ich jetzt wieder schuld bin, ne? Ja. Hey, ich kann doch jetzt nicht aufräumen gehen. Hast du Holz für eine neue Kiste? Weil alle Kisten sind voll. Ja, habe ich. Ich mach mal eben. Ach, die hier unten sind auch schon alle Das voll. sind meine. Ach so, das sind wieder deine. Da kannst du wieder dein Ja, Zeug ein da drin paar rein. Zeug habe ich wenigstens schon mal wieder angesammelt, bevor das Aha. mal wieder wegnimmt. Du hast mir ja mal alles weggenommen, gib's zu. Aber wir müssen den Zuschauern ja noch eine schwere Entscheidung mitteilen. Quatsch. Nicht? Heute kam doch auch nichts. So, gestern. Stimmt, ja. Es sind zwei Ja. Folgen, 2 Tage lang ist jetzt nichts gekommen. Wir müssen Hexit alle 2 Tage nur noch machen, weil Jura so wenig Zeit hat. Ja. Nee, es überschneidet sich ja ziemlich blöd bei uns, wann wer Zeit hat. Ich mache mich mal nochmal auf den Weg zu der Pirateninsel, weil da soll wohl noch ein Boss sein. Stand das in deinen Kommentaren? Ja. Oh, ich habe gar keine Hose mehr an. Naja, ich werde da schon eine Hose finden. Ich überlebe das jetzt einfach Du mal. bist ja letztens schon mal voll equipped gestorben. Ja, aber da war ja auch noch Vollgas, alles Mögliche los. Jetzt ist es ja da hinten schon viel, viel ruhiger. Glaube ich. Hoffe ich. Hast du noch einen Flugstab oder wie gehst du da jetzt hin? Na, zu Fuß? So weit war das ja, meine ich gar nicht. Das müsste ja hier ziemlich geradeaus sein. Vermute ich. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr Das, so genau. ja, du siehst Avocado, das siehst du ja noch. Ja. Aber irgendwie bin ich mir ziemlich uneins. Ach, da hinten. Da hinten. Ist zumindest eine Insel mit einem X. Ich Oh, kämpfe mich da irgendwas zu. passiert. Was ist geschehen? Bronze. Bronze ist richtig, glaube ich. Moment, wir haben Kupfer geschmolzen. Ne, Kupfer geschmolzen wird zu Bronze, ne? Da fragst du mich? Ich bin voll der Technik-Noob, ich weiß das nicht. Ich konnte das doch irgendwie nach unten und dann nach oben machen. Sehr schön. Also voll planlos. So ein bisschen. Nee. Nicht? Also hast du voll den Plan. Dann eigentlich muss das Aluminium zur Bronze geschoben werden. Ich weiß nicht, wie das geht. Tja, das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Aber ich habe mir sagen lassen, dass man einfach nur ganz normale Holzformen braucht. Und mit den Holzformen kann man mit Gold dann irgendwie so Ja, genau. Schablonen Es machen. geht entweder mit Gold, direkt mit Gold, oder aus der Legierung aus Aluminium und
Bronze, aber wir hatten halt mehr Aluminium und Bronze gehabt, dass das jetzt einfacher gewesen wäre. Ach so. Das Problem ist, das kriege ich jetzt gerade nicht hin und. Dann nimm doch Gold. Ja, das, wir können es aber jetzt gerade nicht abschütten. Wir haben kein, wir können es nicht aus dem Dingens rausholen. Das hast du aber schön hinbekommen, muss ich sagen. Ist das hier also in unserem Ernst? In unserem Abfangbecken oder Behälter, den wir haben, ist nämlich gerade das gute Zeug drin. Mhm. Ich werde einfach einen neuen Abfangbecken machen. Genau, ist auch eine gute Idee. Jetzt schaue ich mal, ob das hier eine neue Insel ist oder ist es die alte. Aber ich glaube, das passt schon. Es dürfte schon die alte Pirateninsel sein, auf der wir waren. Hoffe ich. Ist da oben eine Hexical Flower? Gibt ja diese tollen blauen Blüten, die wir eigentlich immer sammeln sollten, wenn eine da ist. Sammel eigentlich. Du mal. Na, baut sich der Block endlich mal ab hier. Sonst ersticke ich. Schneller. Mit dem Schwert ist es halt ein bisschen kontraproduktiv. Habe ich sonst nichts dabei? Ich muss doch da irgendwie hochkommen. Oder ich schwimme vorn rein. Na, alles gut? Ja. Okay, das ist definitiv die richtige Insel. Denn hier sind noch die Boote und Grabstein. Dann bin ich ja mal gespannt, wo hier der Boss sein soll. Wurde dir gesagt, was es für ein Boss sein soll? Ja, der gleiche wie auf dem Piratenschiff damals. Also aber ich sehe hier nichts. Ja. Aber außer dann müssen wir das jetzt mit Gold machen. Hm. Oh nein. Tinkers. Ed Tinkers. Ah, gibt es ja. Ich brauche jetzt einen portablen Eimer, dass ich das da rausschippen kann. Das ist ja cool hier. Das wäre auch eine schöne Base gewesen. Muss ich schon sagen. Hui, eine Schallplatte bekommen. Sag mal, ist das weitläufig hier? Voll viele Räume. Die Pirateninsel oder was? Ja. Voll viele Räume hier. Richtig schön hier. Aber einen Boss konnte ich leider keinen finden. Ich glaube, hier ist gar keiner. Oder zumindest keiner mehr. Ist auch ziemlich leer hier geworden. Also von daher denke ich, dass da gar keiner mehr ist. Hm. Und dann halt nicht. So, schnell, schnell, schnell abbrechen. Hol's aus dem Feuer raus. Zick, zick. Yay. Ich sehe halt hier auf dem Schiff auch niemanden mehr. Also ich denke, wenn hier ein Boss war, dann ist er nicht mehr da. Das wird leider geopfert. So. Wieder war noch was drin. Jetzt wurde ich aber beschissen. Ich dachte, okay, das war alles an Zinn. Dann lasse ich das mal, mache ich das kaputt. Drück wieder auf den Knopf, kommt wieder Zinn raus. Naja. Und jetzt reicht es natürlich nicht für einen Block, ne? Doch, da. Gib, 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 gib. So. Was okay. Kommt jetzt raus? So Kisten mit Gedöns, aber nichts, was irgendwie noch wichtig wäre. Gold hätte ich hier noch gefunden. Gold ist gut. Wir brauchen direkt Gold. Dann ist es einfacher. Wir machen das jetzt direkt mit Gold. Ja. Oh, hier wäre noch ein bisschen was gewesen, aber jetzt nichts, was totalst wichtig wäre. Naja, Iron Boots sind jetzt nicht so wichtig, ne? Eisenschuhe gar nicht. So. Hier sind noch Fackeln. Ja, dann hau ich jetzt hier wieder ab. Da steppt ja gar nichts mehr. Ist das hier das Gleiche? Ja. Ja, wenn ich Orientierung hätte, hätte ich das mir denken können, dass das das Gleiche ist hier. Wieso? Ach, weil ich jetzt in die Ladeluke reingesprungen bin. Mich gefragt habe, ob das das Gleiche ist, also ob ich da auch da rauskomme, wo ich gerade unten drin war. Aber natürlich war es das Gleiche. So, wir brauchen Gold. Wo ist denn Gold versteckt? Ich komme schon, ich bin unterwegs. Schwimm ich rüber mit die Boot. Ein bisschen die Gegend angucken, ein bisschen was von der Karte aufdecken. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas.
Goldblöcke geht doch bestimmt auch. Ich schmelze einfach alles ein. Ja, du kannst ja die Goldblöcke ja einfach wieder zerlegen. Ach, die werden direkt geschmolzen, ja, Echt? alles Geht rein. das? Ja, Ah, da ist ja kannst du super. alles drin schmelzen. Hier wäre noch ein Turm. Ich hätte irgendwie voll Bock, den jetzt mal eben kurz zu kapern. Ist immer so lustig, wenn man plötzlich Junklöcher hat und unterirdisch voll die Dungeons und sowas sieht. Wieso ist in unserer Essenskiste kein Essen drin? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ach, das ist gar kein Sandstein-Ding. Das ist ein Moss-Stone-Turm. Brauchst du noch Gold? Ja, nee, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel Gold. Also wenn du jetzt was hast, nimm's mit, aber ansonsten denke ich Okay. nicht. Ansonsten würde ich mir den Turm. Ach, das war der, wo wir den Golem runtergeschubst haben. Ja, dann würde ich mal lieber den Rückwärtsgang einlegen und mich hier wieder verpfeifen. Nicht, dass ich den Golem noch auf mich ziehe. Das wäre nicht so feierlich. Okay, so viel Gold ist da gar nicht drin, das ist ja frisch. 9 Blöcke. Neun Ja, Bahnen. aber da kam nicht so viel raus, wie ich gehofft habe. Also es war nicht so Okay. voll geworden. Zack. Auf So, alle und Fälle jetzt. brauchen wir Kobalt und Ardit. Das brauchen wir. So. So, wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Ah ja, Rechtsklick, genau. Du hast jetzt gleich auch eine Aufgabe. Was Dafür denn? brauchst du Holz. Okay. Was denn? Du musst gleich alle Schablonen, die wir haben, aus Holz anfertigen. Dann können wir die nämlich danach aus Gold machen. Und wenn wir Schablonen. Goldschablonen haben, dann können wir den ganz guten Kram machen. Schablonen aus Holz anfertigen. Ja, also wir haben Holzschablonen. Da muss jetzt Holz reingepresst werden. Also hier, wenn du in die Kiste hier guckst, in die mittlere. Da sind oben die Schablonen. Die unteren bitte nicht beachten. Die nehme ich gerade mal wieder raus, weil die habe ich doppelt reingemacht. So, und diese Schablonen musst du jetzt mitnehmen. Alle? Ja, wir brauchen alle einmal. Also wäre besser. Und sind das die, Kannst du auch die wir alle einzeln brauchen? machen. Ja, es gibt nur Schablonen in der Art. Wir müssen die jetzt nur noch vergolden. Okay. Das andere Pickaxe, okay. Aber sind das die, die wir für den Rapier brauchen? Ja, also der da oben, die bitte nicht mitnehmen, Ja, ne? hab ich So, nicht. jetzt gehst du hier hin und gehst an den zweiten von links. Ja, der zweite von links ist das. Da packst du links die Schablone rein und rechts Holz. Ah, okay. Und dann müsste da was rauskommen. Dann schaue ich mal. Muss ich aber erstmal Holz holen. Habe ich doch kein Holz. Hast du noch Gold? Weil ich schmelze gerade alles Ja, ein. gebe ich dir gleich. Ich bin gerade noch kurz hier oben. Ich glaube Ist ja nämlich nicht, gar dass nicht wir so. Holz haben. Ach ja, super, einen Block haben wir. Ich würde halt jetzt noch mal in unseren Rucksäcken schauen. Ob da irgendwie noch was an Holz und Kannst du an mir kurz Gold. Gold zuwerfen? Also das, was du gerade hattest, du hast nämlich wieder aufgehoben. Ja. Ja, hab. So, da ist schon mal kein Holz und kein Gold. Hier ist noch Gold. Schmeißen wir das einfach mal rein. Gut, was ist hier drin? Hier ist auch noch Gold. Hier ist auch noch Gold. Also so schnell geht uns das Gold definitiv nicht aus. Also unser Dingens ist gleich voll unten. Also das restliche Holz wirst du schon, Gold wirst du schon auch noch haben, was ich habe, oder? Ich glaube, wir brauchen es nicht. Bin mir aber nicht sicher. Kann ich nicht abschätzen. Wir Naja, haben sehr dann viel Gold unten. nehme ich es vorsichtshalber. Okay, wir haben jede Menge Gold. Ja, wir müssen jetzt Überall. nur Holz. Haben wir Setzlinge? Dann können wir wenigstens Bäume Ja, pflanzen. Setzling ist da, habe ich gerade vorher noch einen kurz auf die Seite gepackt. Ich mal schauen, So, wie wann sieht das zeitlich ungefähr. aus? Ah, 14 Minuten. Also, es geht aber So. schnell. Setzlinge habe ich, ja. Dann brauchen wir nur noch Knochen, ne? Hast du Knochen? Nee. Okay. Einen. Dann gebe ich dir jetzt erstmal hier das Gold noch, das ich gefunden habe.
So, und dann schaue ich mal, ob ich hier noch irgendwo Knochen finde. Den ganzen Gerümpel, den wir hier haben. Drei? Na, das sollte doch erstmal reichen. Brauche ich nur noch eine Axt. Ausrüstung nehmen. Wo haben wir denn die Werkzeuge? Ja. Gut, hier habe ich auch schon meine Axt. So, aber unser erster Part endete schnell. Ja, leider. So, wie gesagt, wir sehen uns alle 2 Tage jetzt wieder, aber dafür wird dann wahrscheinlich auch keine Pausen mehr kommen. Brauche ja dann auch nicht mehr. Jetzt müsst. Oh Gott, ich bin in Twilight Forest gefallen. Ah, bis zum nächsten Oh, Mal. ciao.